Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns Ableitungsregeln für Wurzeln und Potenzen näher anschauen. In unserem letzten Lernvideo haben wir bereits Polynomfunktionen mit natürlichen Exponenten, das heißt mit einer natürlichen Hochzahl, angeschaut und diese versucht auch abzuleiten. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und versuchen allgemeine Potenzfunktionen, in denen der Exponent bzw. die Hochzahl auch eine reelle Zahl sein kann, auch diese abzuleiten. Hierzu brauchen wir dann die Potenz- bzw. Wurzelregel. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig wiederum ist, dass du weißt, wie die Ableitung einer Funktion wiederum definiert ist und welcher Grenzwertprozess dahinter steckt. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass du Potenzfunktionen mit negativen bzw. rationalen Potenzen oder Exponenten auch als Bruch bzw. als Wurzel anschreiben kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Potenzfunktion hast, f von x gleich x hoch minus 2, das heißt der Exponent ist ein minus 2er, dann wird das als f von x gleich 1 durch x Quadrat angeschrieben. Die Potenz kommt in den Nenner hinunter mit einem positiven Exponenten. Das heißt, du bildest den Kehrwert. Nach diesem Video sind deine bereits bekommenen Ziele folgende. Und zwar, dass du jegliche Art von Potenzfunktion mit Hilfe der Potenz- und Wurzelregel mathematisch korrekt ableiten kannst. Jegliche Art von Potenzfunktion meint, dass hier Potenzfunktionen auftreten, in denen der Exponent auch eine reelle Zahl sein kann. Und des Weiteren kannst du dann auch Polynomfunktionen, in denen auch der Exponent eine reelle Zahl ist, nicht nur eine natürliche Zahl, auch mit Hilfe der Summen, Differenzen bzw. Faktorregel auch richtig ableiten. Zunächst möchte ich mit dir eine kleine Wiederholung machen und das auffrischen, was du bereits können solltest. Was ist eine reelle Potenzfunktion? Eine beliebige Potenzfunktion schaut folgendermaßen aus: f von x ist gleich x hoch q. Das heißt, dieser Exponent q ist jetzt eine reelle Zahl. Die muss nicht mehr eine natürliche oder eine ganze Zahl sein, sondern die kann auch eine rationale oder eine irrationale Zahl sein. Das heißt, q könnte theoretisch auch Pi oder e sein. Für diese Potenzfunktionen gibt es jetzt einige Rechenregeln, allgemein auch für Potenzen. Und diese würde ich hier mit dir jetzt gerne besprechen. Und zwar die erste Rechenregel wäre, wenn du hast f von x ist gleich x hoch minus q, wobei q hier eine natürliche Zahl ist ohne die 0, dann würde insgesamt f von x gleich 1 durch x hoch q sein, weil eben der Exponent oben beim x minus q ist negativ, damit drückt die ganze Potenz in den Nenner hinunter mit einem positiven Exponenten. Das heißt, du hast hier insgesamt f von x gleich 1 durch x hoch q stehen. Als Beispiel habe ich dir hier folgende Übung mitgebracht, und zwar f von x gleich x hoch minus 3. Dann kann man das auch umschreiben in f von x gleich 1 durch x hoch 3. Das x hoch 3 kommt in den Nenner hinunter mit einer positiven Hochzahl, das heißt, wir bilden hier den Kehrwert 1 durch x hoch 3. Würde jetzt x hoch minus 2 stehen, dann würde insgesamt diese Funktion 1 durch x hoch 2 sein. Das würde jetzt für negative Exponenten gelten. Und die zweite wichtige Regel würde für rationale Exponenten gelten. Wenn wir jetzt haben eine Funktion f von x gleich x hoch m durch n, wobei m durch n ein Bruch, eine rationale Zahl ist, mit m aus den ganzen Zahlen und n eine natürliche Zahl, die ungleich 0 ist, der Nenner darf hier nicht 0 sein, dann kann man das auch mit Hilfe der Wurzelschreibweise mit f von x gleich die nte Wurzel aus x hoch m schreiben. Das heißt, wenn der Exponent eine rationale Zahl ist, dann ist der Nenner genau diese Wurzel, in dem Fall wäre es die nte Wurzel, und dieser Zähler würde genau die Potenz bzw. der Exponent beim x sein, das heißt, in der Wurzel würde dann x hoch m stehen.
Als Übung habe ich dir hier wieder mitgebracht f von x gleich x hoch 3 halbe. Das heißt, der Zähler wäre 3, der Nenner wäre 2. Das heißt, wir haben hier die Quadratwurzel, die zweite Wurzel. Das heißt, f von x wäre die Wurzel aus x hoch 3. Den Zweier schreibt man bei der Wurzel nicht an, aber diesen Dreier als Exponent beim x in der Wurzel, das ist eine ganz wichtige Zahl, die man hier auch nicht vergessen darf. Das wäre eine kleine Wiederholung, wie man jetzt mit Potenzfunktionen bzw. mit reellen Potenzfunktionen umgeht. Wenn man im Exponenten eine rein reelle, also eine irrationale Zahl beispielsweise hat, dann gibt es hier in unserer Mathematik noch keinen Hinweis, wie man diese umwandelt, sondern wir lassen die einfach so stehen. Wenn man beispielsweise f von x gleich x hoch pi hat, dann ist es einfach die Zahl oder die Potenz x hoch pi. Hier kann man das nicht irgendwie umwandeln bzw. in eine schönere Form umschreiben. Da brauchen wir dann auch komplexe Zahlen, das würde hier zu weit führen. Das heißt, Potenzen mit rein reellen bzw. mit irrationalen Exponenten lassen wir so stehen, wie sie sind. Wie leiten wir jetzt solche Potenzfunktionen ab? Das ist hier die Frage. Auf deinem Arbeitsblatt findest du eine ganz wichtige Definition, eine ganz wichtige Rechenregel für die Ableitung von reellen Potenzen. Und zwar die Ableitung der Potenzfunktion f von x gleich x hoch q mit q eine reelle Zahl, also das heißt q ist jetzt reell, ist gegeben durch f' von x gleich q mal x hoch q minus 1. Das heißt, diese Rechenregel kann man jetzt auch mündlich noch einmal formulieren. Beim Ableiten dieser Potenzfunktion kommt die Hochzahl vor diesem x hin. Wir multiplizieren diese Hochzahl mit dem x, wobei wir den Exponenten bei dem x um 1 verkleinern bzw. verringern. Das heißt, wir haben nicht mehr q als Exponenten, sondern minus 1 als Exponenten. Und schlussendlich ist dann die Ableitung f' von x q mal x hoch q minus 1. Und das ist die allgemeine Potenz- bzw. Wurzelregel für das Ableiten von Potenzfunktionen. Eine ganz wichtige Regel, die du dir sicher merken solltest, denn diese Potenzrechenregel ist eigentlich die Rechenregel, mit der man allgemein dann auch Polynomfunktionen und andere Funktionen auch gut ableiten kann, wobei Polynomfunktionen diejenigen Funktionen sind, die in der Schule am häufigsten auch vorkommen. Deswegen ist diese Potenz- und Wurzelregel auch ganz wichtig. Einige Beispiele findest du auch auf deinem Arbeitsblatt. Und zwar, wenn man zum Beispiel die Funktion a von x gleich x hoch 42 hat, dann funktioniert es auf die gleiche Art und Weise. Man schreibt den Exponenten vor diesem x hin und verringert den Exponenten um 1. Das heißt, die Ableitung a' von x ist 42 mal x hoch 41. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, im Beispiel b haben wir bereits eine Funktion, eine Potenzfunktion mit negativen Exponenten. B von x gleich 1 durch x Quadrat. Das kann man umschreiben in x hoch minus 2. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Vorgang. Immer wenn man eine rationale Funktion wie hier hat, 1 durch x Quadrat, dann kann man für diese Funktion nicht die Potenzrechenregel anwenden, sondern man muss diese rationale Funktion zunächst umschreiben in eine Potenzfunktion. Das ist aber nicht schwierig, denn wir wissen, dass x hoch minus 2 genau dieser Funktion 1 durch x Quadrat entspricht. Und wir haben hier bereits x hoch minus 2 wiederum eine Potenzfunktion, in der dann der Exponent x, also hoch minus 2, genau eine rein reelle Zahl ist und wir können für das Ableiten unsere Potenzrechenregel verwenden. Das heißt, wir haben dann stehen, b' von x ist gleich minus 2, der minus 2er kommt vorne hin, mal x hoch minus 3. Wir verringern die Potenz um 1, das heißt, minus 2 verringert um 1 ist dann minus 3. Und dann können wir das wieder umschreiben in einen Bruch, und zwar können wir dann das schreiben als gleich minus 2 durch x hoch 3, denn x hoch minus 3 ist 1 durch x hoch 3. X muss hier natürlich ungleich 0 sein, denn sonst würden wir durch 0 dividieren. Beim Beispiel c haben wir jetzt eine Wurzelfunktion stehen mit c von x gleich die vierte Wurzel aus x hoch 3.
Das würde umgeschrieben wieder sein in eine Potenzfunktion, denn Wurzeln können wir auch so nicht ableiten mit Hilfe der Potenzrechenregel. Wir müssen sie in eine Potenz umschreiben, aber das ist wiederum keine Schwierigkeit, denn wir haben bereits vorher gesehen, wie man Wurzeln in Potenzen mit rationalen Exponenten umwandelt. Das heißt, die vierte Wurzel aus x hoch 3 würde x hoch 3 Viertel sein und dann rechnet man wiederum mit der Potenzrechenregel die Ableitung aus. Und dann hätte man hier c' von x ist gleich 3 Viertel, der 3 Viertel kommt vorne hin, mal x hoch minus 1 Viertel, denn 3 Viertel verringert um 1 wäre 3 Viertel minus 4 Viertel, das würde minus 1 Viertel sein. Und dann kann man diese Funktion wiederum schön als Wurzel anschreiben, denn x hoch minus 1 Viertel wäre 1 durch die vierte Wurzel von x. Und insgesamt bekommt man dann 3 durch 4 mal die vierte Wurzel aus x, wobei hier x größer als 0 sein muss, denn für Wurzeln muss der Radikant größer gleich 0 sein. Oder eigentlich hier größer als 0, denn durch 0, da kann man auch nicht dividieren. Das heißt, der Trick bei Wurzeln und auch bei negativen Exponenten ist der, dass man ihn immer in eine Potenz umschreibt und dann die Potenzrechenregel anwendet. Und dann das Ergebnis wiederum vielleicht in eine Wurzel bzw. In einen Bruch umwandelt. Beim Beispiel d haben wir jetzt eine Funktion, in der die Hochzahl eine irrationale Zahl ist, x hoch pi, das wäre x hoch 3,1415, das kann man natürlich nicht genau anschreiben, weil pi eine irrationale Zahl ist. Und dann würde die Ableitung einfach sein, wenn man die Potenzrechenregel anwendet, dass man das Pi vorne hinschreibt und den Exponenten um 1 verringert. Das heißt, man hat hier Pi minus 1 und dann erhält man Pi mal x hoch 2,1415. Und das wäre die Ableitung dieser Funktion. Das wären so einige Übungen gewesen, die wir jetzt gemeinsam besprochen haben. Jetzt hast du selbstständig auch eine Übung. Und zwar findest du dies hier auch am Arbeitsblatt. Und zwar ermittle die Ableitungsfunktion dieser gegebenen Funktion, in der Potenzen vorkommen, die negative Exponenten haben, die rationale Exponenten haben, aber die auch natürliche Exponenten haben. Du kannst dieses Video hierbei zum selbstständigen Üben jetzt stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel jetzt gemeinsam an. Der erste wichtige Schritt beim Finden der Ableitung ist, dass wir alle auftretenden Teilfunktionen oder auch Potenzen bzw. Brüche und Wurzeln in Potenzen umwandeln. Das ist immer der erste Schritt für diese Polynomfunktion. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, dass wir f von x anschreiben als 4 mal x hoch 3, da passiert nichts, aber dass man das 3 durch x umwandelt in x hoch minus 1. Denn 1 durch x wäre x hoch minus 1. Und die Wurzel aus x würde sein x hoch ein halbes. Das heißt, wir haben hier eine Polynomfunktion, in der die Exponenten jetzt Zahlen sind, die wir mit Hilfe der Potenzrechenregel natürlich auch gut ableiten können. Wir haben es vermieden, Wurzeln und Brüche hier anzuschreiben, sondern wir haben alles in Potenzen umgewandelt. Und jetzt können wir mit Hilfe der Potenzrechenregel diese Funktion auch gut ableiten. Und zwar folgt dann, dass f' von x 4 mal 3 mal x² ist, minus 3 mal minus 1, der minus 1er kommt vorne hin, der minus 1 wird auch um 1 verringert, das heißt, wir haben hier x hoch minus 2 und das x hoch ein halbes wird auch vorne hingeschrieben, das heißt 8 mal ein halbes mal x hoch minus ein halbes, denn das ein halbe wird um 1 reduziert, das heißt, wir haben hier minus ein halbes. Und das können wir jetzt wieder zurück umwandeln in die Form, in der auch die Angabe gegeben ist. Dann haben wir 12 mal x², 4 mal 3 ist 12, x² plus 3 durch x², denn x hoch minus 2 wäre 1 durch x² und das x hoch minus ein halbes wäre ja die Wurzel aus x, aber jetzt im Nenner unten, weil wir ein Minus im Exponenten haben, das heißt, wir haben hier plus 4 durch Wurzel aus x. Das allgemeine Vorgehen, das du hier immer anwenden sollst, ist das, dass du diese Funktion immer umwandelst in
Teilfunktionen, in der die Hochzahlen ganze Zahlen bzw. auch rationale Zahlen sind, das heißt, du sollst Brüche bzw. auch Wurzeln vermeiden, dann kannst du die Potenzrechenregel anwenden und dann nach dem Anwenden dieser Potenzrechenregel wandelst du diese Funktion, die du das Ergebnis bekommen hast, wieder in die ursprüngliche Form um, in der auch die Angabe gegeben ist. In unserem nächsten Video werden wir uns die Ableitung von Exponential- und Logarithmusfunktionen genauer anschauen. Bis bald!